So, ja Leute, was geht? Willkommen zu diesem Video. Momentan ist ja das ganze Heal-Off-Thema schon sehr im Trend. Und dadurch, dass ich tatsächlich Heal-Offer ja überhaupt nicht in Games mag und sie mich eigentlich in jeder Arena-Runde komplett nerven, dachte ich mir, komm, ich schlüpfe mal in diese Rolle und probiere das Ganze einfach mal aus. Das Ganze haben wir onstream gemacht. Schaut doch sehr, sehr gerne auf, wenn Twitch-Kanal vorbei ist und in der Beschreibung verlinkt. Und wir haben das Ganze über 2-3 Stunden hinweg gemacht. Ich zeige euch ganz am Anfang die ersten Runden, wo ich super lost war, gar keine Ahnung hatte. Ich hatte mir auch nicht so wirklich eine Strategie wirklich überlegt. Und ganz am Ende die letzte Runde, wo ich dann tatsächlich wirklich schon eine Strategie hatte, verstanden habe, wie ich das Ganze hier laufen muss. Wenn wir mit dem Video was richtig loslegen, würde es mich wirklich super supporten, falls ihr meinen Creator-Code ALVVB im Item Shop benutzen will. Es sind nur 6 Buchstaben. Der Code ist super schnell eingegeben. Müsst einfach nur ganz kurz dran denken. Das nächste Mal, dass ihr Fortnite schadet. Sonst, wir sind auch noch die Ehrensupporter von euch eingeblendet, die meinen Creator-Code ALVVB im Item Shop benutzen oder sich sogar damit was im Item Shop geholt haben und mir davon auf Instagram oder auf Twitter ein Bild zukommen lassen haben. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an euch für den insanen Support. Sonst gerne noch den Kanal kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch gar keine Videos mehr auf dem Kanal. Das würde ich sagen, wir starten mit den Runden. Let's go, rein da. Ja, also hier ganz am Anfang werde ich hier droppen. Gehe mit der Kanone von hier dort rüber. Loot dann hier. Hol mir dann logischerweise die ganzen Kühlboxen. Dann gehe ich hier hoch mit der Kanone. Ne, hier. Sorry. Hier sind auch Kühlboxen. Dann gehe ich, glaube ich, nochmal hier zu dem Spot. Dann kanone ich mich irgendwo hier hin, glaube ich. Lager dann das ganze Zeug ab, was ich gefunden habe. Aber ganz ehrlich, first try ever. Ich werde immer eine Waffe nur mitnehmen. Und sonst werde ich einfach tryen, die Challenge zu rocken. Und einfach ganz viel Healing mitzunehmen. Frage ist nur, ich weiß halt nicht, wo die ganzen Kühlboxen sind. Natürlich werdet ihr merken, wir werden von Versuch zu Versuch immer besser werden. Sind hier überhaupt Kühlboxen? Ja, hier ist eine Kühlbox. Okay, das brauchen wir auf jeden Fall. Hier ist einer direkt. Was will er eigentlich? Will er auch hier machen? Was macht der? Ich gehe genau zu meinem Spot, wo ich hin wollte. Ich glaube, der wollte auch so eine Strat machen. Da muss ich halt eben aufpassen, dass hier, weil hier echt viele Leute sind bei Grotto immer. Muss ich ein bisschen aufpassen. Hier ist keine Kühlbox, dann gehe ich kurz dahinter und hol mir hier noch eine Kühlbox. Ich glaube, ich gehe jetzt schon rüber zu dem Lagerfeuer-Spot, Chat. Ja, ich glaube, das ist smart. Ich glaube, ich gehe jetzt zu diesem Lagerfeuer-Spot. Ah, warte, hier ist noch eine Kühlbox. Und noch ein Medkit, let's go. Wichtig. Nochmal Flopper. Nice, jetzt haben wir schon 4 Flopper. Ich muss echt so, also ganz ehrlich, dadurch, dass ich das noch nie gemacht habe, muss ich echt wirklich, also ich streng mich gerade komplett an, zu überlegen, okay, wo sind denn die ganzen Spots? Ich darf auf gar keinen Fall irgendwie von irgendwem gefightet werden. Ja, okay, das ist natürlich scheiße. Wenn sowas passiert, ist natürlich scheiße. Aber wir haben ihn. Ey, das ist so dumm. Boah, das ist so dumm. In dem Spot da unten sind welche gerade. Da macht jemand Heal-Off da? Ja, ich glaube, da will jemand Heal-Off machen. Okay, da gehen wir dann erstmal weg. Und ich glaube, ich bereite dann erstmal mein Stuff in maybe sogar Camp Cuddle vor. Oh mein Gott. Okay. Okay, er ist tot. Oh mein Gott, ist das nervig. Es wird hier super schwer mit dem Heal-Off, wenn hier so viele Spieler immer sind. Da ist noch einer da hinten. Okay, er hat Spray gehabt, nice. Oh, ich bin gar nicht gut dabei. Das ist, ich dachte nicht, dass das so schwierig ist. Okay, also das Campfire muss ich auf jeden Fall schon mal vorbereiten. Und dass ich es abbaue. Ich hab's abgebaut. Ey, Digga, also das ist insane. Ich werde ganz viele Versuche brauchen, sage ich. Ich werde ganz, ganz viele Versuche brauchen, bis ich irgendwie mal so Top 5 oder so komme. Wie viele Medkits habe ich jetzt? Ich glaube, ich habe jetzt 2 Medkits insgesamt. Das ist halt super scheiße. Ich brauche pro Campfire, brauche ich eigentlich 3 Medkits. Und eigentlich muss ich noch da ganz oben hin. Das muss ich auch noch machen. Aber ich will ganz kurz die Lage hier abchecken, weil die Lage hier ist halt einfach auch wichtig. Hier muss ich mal gucken. Hier hat safe jemand irgendwie was drunter platziert.
Ja, guck, ich wusste es. Jetzt gehe ich mit Kanone. Jetzt gehe ich mit Kanone, muss ich auf jeden Fall. Also den Spot halte ich mal hier. Ich habe auch keine Jump Pads, das ist super kacke. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall hier hoch. Soll ich mir zuerst das Spray gun? Ich check das gar nicht, Chat. Wie muss ich das machen jetzt? Doch, ich habe ja eine Strategie. Das Problem ist nur, ich brauche da an dieser einen Stelle brauche ich eigentlich ein Jump Pad. Wie soll ich denn so schnell von dort hier, also von dort, wo meine Marke ist, bis hierhin kommen? Also wie soll ich das machen? Und das ist dann der erste Versuch, Chat. Ey, für den ersten Versuch stelle ich mich nicht komplett scheiße an, Chat. Ich will erst bei 5er-Ticks eigentlich das Zeug nehmen. Wenn ich jetzt hier bleibe, ne? Schaffe ich da Top 2 noch? Boah, das ist ja super anstrengend. Ich dachte nicht, dass das so schwer ist, ne? Hey, niemals. Das ist komplett gechoked. Ich habe alle Healer komplett unterschätzt. Auf der Insel liegt ganz viel. Okay. Dann gehe ich jetzt hier mit dem Ding, nehme dann den einen Flopper und dann halt die Medkits. Wo liegt denn hier viel, Chat? Okay, da. Oh mein Gott, da, ja! Oh, das Lagerfeuer hatte ich ja gar nicht im Kopf. Ganz stark, Chat. Guter Call, Chat. Guter Call. Oh mein Gott, Chat! Let's go! Let's go! Ne, machen wir nicht. Jetzt. Alter, Chat, let's go! Ey, das ist der First Try, ne? Wisst ihr schon, ne? Das kriege ich noch durch, das werde ich noch durchkriegen, das Medkit. Da muss ich Flopper, oder? Da muss ich Flopper. Ach, da tickst, okay. Ne, das schaffe ich nicht, Ich muss einen Flopper nehmen. Ich will kein Risiko gehen. Schaffe ich das? Ne, schaffe ich nicht. Komm schon, bitte. Nein! Oh Gott, das war ganz, ganz knapp. Let's go. Ja, weil das lootet, oder? Schon gewonnen? Nee. Läuft so bisher, ich glaube, schon ein bisschen besser. Ich habe jetzt da eigentlich ziemlich viel Stuff, da wo ich es haben will. Aber läuft ganz gut gerade, glaube ich. Also ich glaube. Okay, hier kann ich mir die Sprays holen. Ich glaube, jetzt gehe ich den unteren Flopper holen. Will ich das Spray hier mitnehmen? Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ja, besser halt. Ist gar nichts. Geht's wieder zurück zu Grotto. Da, wo ich den ganzen Loot habe, und dann muss ich in den Tresor und das vielleicht noch ein bisschen angeln. Das ist der Plan. Aber es schaut eigentlich gerade ganz in Ordnung aus. Also, so viel Loot habe ich jetzt nicht. Auf dem Steg bei der Insel ist noch Heal. Okay, dann kann ich theoretisch noch runtergucken dort. Okay, die kann ich healen. Dann nehme ich das Medkit wieder mit. Jetzt gehe ich ganz kurz zu dem Spot, lagere das dort alles. Und jetzt muss ich eigentlich in den Tresor gucken und dort gucken, dass ich vielleicht noch die ein oder anderen Möglichkeiten habe. Und vielleicht ein bisschen was zu angeln. So, ich nehme jetzt einfach die Splashies mit. Die Medkits. Ich verschwende nur meine Splashies und maximal noch meine Bennos. Ich guck noch kurz in den Tresor rein. Aber der ist zu. Okay. Dann schnell wieder zurück. Jetzt beginnen die Survivor-Ticks. Ich muss das eine Spray jetzt wahrscheinlich hier verschwinden. Als ob hier noch jemand ist.
Wollte ich nicht. Da fliegt eine. Ey, ich fass es nicht. Was ist das für ein Opfer? Der hat mir das ganze Game jetzt gegrieft. Mein Gott. Das ist ein nerviger Typ, ne? Egal, wir haben trotzdem ganz guten Stuff. Aber für Erster wird das niemals reichen, denke ich. Ich muss jetzt eigentlich zu einem Lagerfeuer, aber das Ding ist, hier ist halt keins mehr. Jetzt probieren zu Camp Cuddle noch zu gehen. Mit den Floppern dann. Digga, was ist denn das Nervensäge, dieser Kerl? Nee. Weiß ich nicht. Mann, nur weil der... Ich hätte, auch wenn der Typ jetzt mich nicht genervt hätte, ich hätte es auch nicht geschafft. Ist hier wenigstens noch mein Lagerfeuer, aber ob das mir noch was bringt, weiß ich jetzt auch nicht. Also, so weit sind wir noch nie gekommen, Chat. So weit sind wir noch nie gekommen. Ah, schade, aber wir haben uns immer gesteigert. Also Top 2 wäre natürlich insane. Ja krass, aber nochmal Top 3. Ey, ist cool. Also ich hab mein Bestes gegeben und es war mit Abstand die beste Runde. Safe.